Um noch effektiver Welsangeln zu gehen, geht es jetzt hier am Wolchow zum Shoppen. Es wird mal wieder Zeit, neues Equipment kommt her und zwar erstmal ein fetteres Welspump-Setup. Also, ab zum Shop. Wenn wir shoppen, dann natürlich günstig und zwar hier am Wolchow, wo die Preise einfach bei 100% sind. Besser geht nicht. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein hier ins Angelgeschäft. Was wir uns denn jetzt hier holen, damit es mit dem Wels, wenn er denn in richtig groß reingeht, noch besser funktioniert. Heißt also richtig schweres Equipment. Eine Kombination hatte ich mir auch gerade schon rausgesucht, beziehungsweise auch die Tage schon überlegt. Es sollte schon in Richtung Baitcast gehen, also schon hier mit dem richtig harten Setup, denn ich habe ja noch eine große Konventionalrolle und zwar die Borealica 30, die habe ich ja noch und ja, 34 Kilo Bremskraft ist jetzt vielleicht für so ein 120 Kilo Wels nicht so wirklich interessant, aber die Getriebekraft, die irgendwo bei schätzungsweise 400 Kilo liegt, die wird ausreichen, um den Wels einfach zu stoppen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir das Setup quasi, also das ist hier unser Anker, da geht halt irgendwie nichts drüber und so eine Rute und so ein Haken und sowas, das werden wir auch alles nicht hinkriegen. Aber was wir eben hinkriegen ist, so hoch wie möglich eben die maximale Tragkraft noch auszunutzen. Und wenn wir da eben gucken, wir haben hier bei den Baitcast-Routen, da sind sie doch, da haben wir die Baitcast, da haben wir die Ultima und da gucken wir dann hier unten rein. Für nur, im Vergleich zur Rolle, nur 25.000 Silber, Kratsching, schon direkt gekauft, haben wir hier das absolute Hammer-Sahneteil und ich glaube zurzeit, oder es ist zurzeit das heftigste, also die gesamte Ultima-Serie, ob das jetzt Spinning ist oder eben Baitcast, die heftigste Süßwasser-Spinning-Route oder Serie im Game. Natürlich auch das teuerste vom Teuren. Ja, auch schwierig da dran zu kommen, wenn man nicht schon im Endgame ist. Aber irgendwann im Endgame muss man sich auch mal sowas leisten. Und dann geht man auch ja im Endgame immer spezifischer auf verschiedene einzelne Fische und versucht dann das Letzte dann auch noch rauszuholen. Und da sind wir dann eben jetzt hier mit 142 Kilo an Tragfähigkeit am Limit. Ganz wichtig, was hier noch zu beachten ist, wir haben zum einen nochmal eine Power. Also mit wie viel Power kriegen wir denn dann auch die dicken Brocken rausgepumpt? 10 von 10 maximale Power, auch richtig gut. Und auch sehr, sehr wichtig, das Wurfgewicht. Denn im Baitcast ist es ja so, ob das jetzt ultralight ist oder eben das ganz schwere Setup hier mit 142 Kilo. Wir haben ein Wurfgewicht auf den Ruten natürlich, aber eben auch auf den Rollen und das muss passen. Das muss halt zueinander passen. Und da ist eben das Schöne, wir haben hier 15 bis 70 und bei der Konventionalrolle haben wir hier ein Wurfgewicht bis 49. Also sagen wir mal 50 Gramm da, 70 Gramm da. Wir haben also eine Spanne von, oder wir können das Setup aufbauen, sagen wir mal so auf 55 oder auf 60 Gramm Wurfgewicht oder 60 Gramm und sind quasi immer noch genau schön im Wurfgewicht zwischen 50 und 70 und kriegen damit die Köder auch ordentlich weit rausgeworfen. Das ist halt immer ganz wichtig, dass man da nicht steht, man versucht auszuwerfen und das Ganze wirft irgendwie 2,50 Meter weit raus. Ob das jetzt im Light-Bereich ist oder ob das halt im Anfängerbereich ist, wobei man da am besten halt keinen Baitcast kauft, bis hin dann zum Endgame ist das immer essentiell. So, wir haben das, wir haben die Rute, Baitcast, hier ist es, meine ja, eigentlich erste schwere Baitcast, denn sonst war ich komplett eigentlich nur auf Spinning bis auf Jerkbait
Also, das sieht auch gut aus. Und jetzt brauchen wir dazu natürlich nochmal eine Angelschnüre. Ich gehe nochmal auf geflochten. Und weil wir ja gerade können, nehmen wir doch auch hier einfach nochmal die bunte in 600 Meter. Das sollte doch reichen. Und wir brauchen hier, nehmen wir mal das hier, 145 Kilo. So, dann haben wir jetzt hier also eine Schnur, die über der Route ist. 145, 142, das ist schlecht. Deswegen brauchen wir also noch einen Vorfach. Gucken wir mal eben unter Zubehör, Futtermischen hier, Rig-Komponenten, Vorfachsmaterial. Und da brauchen wir Nylon, NY, und da ist es schon, wie in den Short-Videos auch schon erklärt, wo findet man hier die ganz schweren Vorfächer? Hier unter Nylon, genau. Also 145, 136, siehst du, habe ich sogar noch. 136 Kilo Nylon, das nehmen wir. Und jetzt haben wir eigentlich schon alles, was wir benötigen. Und ich tüdel das Setup mal zusammen. Gucken wir mal. Also, beziehungsweise nehmen wir es direkt in die Hand. Wo ist denn der Prügel? Als allererstes, warte mal, hier, warte, hier unten, ne? Ja, das ist sie. Das ist sie. So, zack, da ist die Route. Noch kann ich zurückgeben, noch habe ich sie nicht verwendet. Dann kommt hier die Borealica 30 drauf. Im Detail, kurz Verschleiß checken. Ja, Getriebe hat schon ein bisschen gelitten, aber das ist nicht weiter tragisch. Ja, das hier, das habe ich jetzt auf jeden Fall im Blick. Eigentlich wäre das jetzt so genau der richtige Zeitpunkt, um das mal zu wechseln. Denn mit steigendem Verschleiß auf dem Öl geht auch so langsam das Getriebe und Kugellager hoch. Das wollen wir ja nicht. Das heißt, jetzt wäre eigentlich wirklich der richtige Zeitpunkt, um das nochmal zu pimpen und dort das extra solid Öl drauf zu machen. Gucken wir uns gleich am besten nochmal kurz an in der Werkstatt. Aber grundsätzlich wäre das jetzt so richtig. Dann gucken wir mal, ob das von der Schnurkapazität her auch passt. 145, so. Ja, das ist doch super solide. Wir haben hier fast 500 Meter Schnur drauf von der 145er. Das heißt, wenn es auch der 200 Kilo Wels ist, der kann erstmal ein bisschen abhauen. Und wir bremsen ihn immer wieder so ein bisschen aus. Lassen ihn dann aber auch immer wieder ein bisschen gehen. Wenn er abhauen will, dann haut er halt ab. Und jetzt brauchen wir noch ein Vorfach. Das bauen wir uns natürlich noch. Vorfächer, normale Vorfächer. Und dann nehmen wir ruhig auch mal das 60er. Wir nehmen Nylon. Und da haben wir hier das 136 Kilo. Genau. Passende Karabiner dazu. 144, hier sind sie. Jawohl, das passt doch. Jo, und damit sind wir doch fertig. Machen wir direkt mal zwei. Zack, zack. Jo, das sieht doch solide aus. Und dann können wir das Ganze hier auch ausrüsten. Da sind sie auch schon, die Vorfächer. Und jetzt brauchen wir ja nur noch hierfür den passenden Jig-Kopf. Und auch das natürlich wiederum in einem passenden Wurfgewicht. Wir gehen auf die Jig-Montage, gucken hier unter den Jig-Köpfen, dass wir jetzt natürlich nicht sowas ganz Schweres haben wie hier vom Meeresangeln. Das ist natürlich alles komplett drüber, einfach vom Gewicht. Aber was eben nochmal interessant ist, das sind hier zwar auch vom Meeresangeln, das sind hier diese. Nochmal Fischei, die neue Fischei-Serie, 50 Gramm mit einem 5-0er oder 6-0er ja, Haken sozusagen. Das ist natürlich schon mal richtig nice. Vorher hatten wir als Welsangler maximal halt den 4-0er Haken. Jetzt geht's rein mit einem 5-0er oder 6-0er. Jetzt gucke ich gerade mal, wir könnten auch hier einen 5-0er nehmen. Das ist auch ein Meeres mit 55 Gramm. Und oder halt den 4-0er mit, aber da sind wir schon zu nah an der 70 Gramm, unserem maximalen Wurfgewicht. Also ich teste einmal mit 55 Gramm. Müsste doch noch funktionieren. Denn wenn wir jetzt hier den Huge Minnow drauf machen, ihn hier zum Beispiel, dann soll das noch passen hier. Benutzen, ja. Und wir sind nicht überladen.
Wir haben hier ein richtig schön solides Setup, gutes Gewicht. Das ist auch immer wichtig für eine, wegen der Strömung, dass wir richtig gut in den Jig eben auch reinkommen durch die starke Strömung am, an der 8-Tuber, dass wir da eben nicht immer wieder aus dem, aus der Jig-Führung rauskommen. Und somit passt das doch. So, jetzt nehmen wir nochmal eben kurz die Rolle runter und wir gucken uns das nochmal eben an. An der Werkstatt, wie das denn aussieht hier. Also, Rolle, Borealica. Ja, und da sind wir hier unten bei dem Öl und wir wollen, hier ist es Stab Extra Solid. Sowohl fürs Meeresangeln als eben auch für die richtig dicken Brocken. So, 700 Tacken kostet es. Einmal nachölen, den Rest, den lassen wir so. Mal eben kurz reingucken. Komplett Überarbeitung 14.000. Das geht, das wird aber auch noch ewig dauern, bis ich da bin. Und bis dahin habe ich wahrscheinlich mehrere hunderttausend an Silber schon rausgezogen mit dem Gerät. Von daher voll okay. Also 750 Stab Extra Solid. Das Ganze braucht jetzt 1 Tag und 12 Stunden. Perfekt. Schön geölt, ist halb gefischt oder so ähnlich. Und die Zeit, die muss ich jetzt abwarten. Heißt also, wir sehen uns dann im Livestream beim Welsangeln. Denn wenn da was Dickes reingeht und das geht mehrere Stunden, so lange kann man so ein Video gar nicht schneiden. Also ihr Lümmels, ran in den Livestream, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr und heute Abend tatsächlich auch. Ich ziehe ja jetzt gerade seit 2 Wochen durch, seit dem Meeresrelease jeden Tag in RF4. Heißt also, heute geht es nochmal auf Wels die dicken Dinger rausziehen. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Montags, Mittwochs und Freitags auf Twitch. Und ja, gleich direkt hier im Anschluss im nächsten Video auf YouTube. Petri, bis dahin.